Guten Morgen, Freunde. Ein neuer Tag, ein neues Video. Wir sind auch schon bereit loszufahren, aber die Anzeige hat angezeigt, dass Wischwasser nachgefüllt gehört. Und das macht er jetzt gerade und dann geht es halt wirklich los. Wir sind jetzt bei meiner Schwägerin und sie hat gestern noch den Pool eingefüllt. Es ist aber noch sehr, sehr kalt, muss ich sagen. Aber bitte, wie schön ist es? Das ist das erste Jahr vom Pool sogar und richtig schön. Also die Fliesen wurden alle neu verlegt. Richtig krass. Da werden wir sehr oft im Sommer noch sein. Leute, ich schaukel hier jetzt gerade am Schaukelstuhl und es ist wirklich so schön. Ihr müsst bedenken, mein Geldstich ist heftig. Vor einem Jahr gab es den Pool noch gar nicht. Ich glaube, wir haben den Pool heute eingeweiht sogar. Es ist richtig, also ihr müsstet, ich weiß nicht, ob es ein Video gibt, wie der Garten davor ausgesehen hat. Da haben wir damals frisch mit YouTube begonnen. Vielleicht gibt es sogar ein Video, wenn ja, verlinke ich es euch. Aber ja, ihr seht, die Sonne ist schon ein bisschen untergegangen. Es ist jetzt, glaube ich, schon 6, 7 Uhr. Aber richtig angenehm. Wir chillen hier jetzt noch ein bisschen, haben vor, dann eine Runde spazieren zu gehen. Und das war es dann eigentlich auch schon vom Tag. Aber sehr angenehm. Wir waren vorhin noch was essen. Und jetzt sind wir hier wieder am Chillen. Ich habe außerdem schon ein Eis gegessen. Ey, wie schön. So richtig friedlich. Sie bauen jetzt gerade den Schirm hier ab. Denn, Mariam und ich chillen hier außerdem. Denn morgen kommt nochmal ein Fliesenleger und macht die Fugen in die Fliesen rein. Und ja, deswegen müssen sie mal alles von den Fliesen hier abnehmen. Er macht hier gerade was, Freunde, und wir haben von meiner Freundin einen Hochstuhl geholt, weil ihr Sohn schon, nein, sie hat den Hochstuhl gewechselt und sie hat den nicht mehr gebraucht. Deswegen haben wir uns den jetzt geholt, ja, weil Maren kann auch schon sitzen und isst ja auch schon, deswegen ist ein Hochstuhl immer sehr praktisch. Die Kinder haben wir zum ersten Mal geschafft, gleich schlafen zu legen. Das tun sie jetzt auch. Und ja, ich werde jetzt noch den Hochstuhl schnell putzen und dann geht's auch ab ins Bett. Morning, people. Eigentlich war ich schon länger wach. Ich hatte hier einiges an Büro-Sachen zu tun und zu machen. Und deswegen bin ich wirklich das erste Mal seit langem wieder vor 12 ohne meine Kinder aufgestanden. Obwohl die Kinder noch voll geschlafen haben, bin ich einfach mal raus, um in Ruhe ein paar Sachen zu erledigen und nicht alles um Mitternacht, weil viele Stellen kann ich nicht um Mitternacht erreichen. Ich war auch schon, erfolgreich mehr oder weniger. Es ist echt schwer, Leute zu erreichen, generell in so Instituten. So Behörden sind voll schwer zu erreichen. Aber ja, ich bin jetzt noch am Machen. Mariam ist aber in dieser Zeit aufgestanden. Und bevor sie noch Medina aufweckt, habe ich sie jetzt mal genommen. Medina schläft noch und ich mache hier mal weiter mit Mariam. Naja, lang bin ich nicht alleine geblieben. Naja, Mariam war hier schon vorhin, wa? Auf jeden Fall ist noch jemand dazugekommen. Und bitte, ich muss ganz dringend Mariam... Ich muss ganz dringend Mariam die Fingernägel schneiden. Könnt ihr das sehen? Sie will die ganze Zeit zu meiner Kette und kratzt mich die ganze Zeit auf. Ja, da die Kinder jetzt wachsen, kümmere ich mich erst um die Kinder. Umziehen, wickeln, frisch machen und dann was zum Essen. Und dann geht's weiter. Freunde, Momo ist jetzt von der Arbeit gekommen und ich habe jetzt noch schnell Mariams Essen eingepackt. Medina kann ja eh schon alles essen, aber Mariam mag irgendwie diese Hipgläschen gar nicht. Also Früchte gehen, aber sie kann ja sich nicht die ganze Zeit von Früchten ernähren. Deswegen habe ich jetzt selbst einen Brei gemacht. Heute ist es so ein Hühnchen-Reisbrei geworden. Habe ich dann einfach zerkleinert und zum Brei gemacht. Das werde ich jetzt so verpacken. Die Behälter, ich liebe die, Freunde. Eigentlich sind die sogar für Pulver gedacht. Das ist voll praktisch eigentlich. Wenn ihr bei Twist Shake, ich habe es jetzt runtergeholt, um es euch zu zeigen. Wenn ihr bei Twist Shake egal welche Flaschen bestellt, da sind diese Behälter immer drinnen.
Eben für das Pulver, das könnt ihr dann da reingeben. Und ja, oben dann so zu halt. Das finde ich mega, mega praktisch. Und dadurch habe ich halt so viele von diesen Behältern. Ich friere die Behälter sogar ein. Also das ist echt robust. Und mega praktisch eben, weil es mit der Flasche kommt. Und ihr könnt sehen, also ich habe euch die ja schon so oft gezeigt, Leute. Und bevor ihr mich wieder fragt, ich habe schon so viele Fragen bekommen. Mein Twist-J-Code ist endlich wieder gültig, Leute. Oh mein Gott, ihr könnt aber nur heute mit 20 Dekalis extra minus 20% sparen. Auf der Seite gibt es schon minus 50% und auf also Tischsets und auf Flaschen extra 55% und ihr könnt nochmal extra darauf mit 20 Dekalis, ich blende es euch ein, nochmal extra 20% sparen. Also ihr könnt sehen, ihr wisst es eigentlich eh von den YouTube-Videos. Ja, natürlich, ein paar Gebrauchsspuren sind da, aber ihr müsst euch vorstellen, Medina ist 2 Jahre alt, hat die Teller verwendet und dafür sind sie in echt tollen Zustand noch. Die verwendet Mariam jetzt auch. Und was ich toll finde, ist zum Beispiel bei diesen Tischsets, wenn die Kinder das nicht alles aufgegessen haben, kann man sie zudecken. Das ist jetzt der falsche. So kann man das alles zudecken. Und hey, das ist auch nicht das Richtige. Ich habe so viele schon. Auf jeden Fall, ja, zeige ich mir jetzt mal so. Dann kann man die zumachen. Ja, genau, das ist das eigentlich. Das kann man sogar da, also das könnte ich jetzt sogar darauf schrauben und dann einfach den ganzen Teller hier mitnehmen. Und dass es da eine rutschfeste Platte gibt, ich glaube. Die kennt mittlerweile schon jeder, Freunde. Also die Kinder können da echt nichts abreißen. Mariam wird das auf jeden Fall noch verwenden. Ich überlege mir aber auch noch jetzt mit dem Code nachzubestellen. Wie gesagt, mit 20 Dekalis könnt ihr noch extra zusätzlich zu den 55% auf die 2 Sachen noch extra 20% sparen. Ja, ich verlinke es euch aber auch nochmal in der Infobox. Und jetzt muss ich los. Wir sind schon los, Freunde. Und Medina ist hier, Freunde. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei Baha. Mariam ist im Auto eingeschlafen und deswegen ist Mumu mit ihr ein bisschen spazieren. Ich lasse mich hier auch schon behandeln. Und Leute, Medina geht es gar nicht gut. Also sie ist sehr weinerlich. Deswegen ist sie jetzt bei Mama. Ich bin fertig mit meiner Behandlung, Freunde. Und jetzt chillen wir hier. Medina ist auch am Start. Sie hat den Löffel von meinem Kaffee noch. Diese Aussicht, Leute, ist einfach zu krass. Haben sie hier schon öfter gezeigt. Ich traue mich hier mein Handy gar nicht zu halten. Wir sind wieder zu Hause, Freunde. Mariam habe ich schon gestillt und schlafen gelegt. Es war gerade ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und ihr könnt sehen, er ist gar nicht gut gelaunt. Er ist gar nicht gut gelaunt. Schaut es manchmal an. Schaut jemand so aus, der gut gelaunt ist. Während ich Mariam gestillt habe, hat Momo außerdem schon Kartoffeln geschält. Ich habe die schon rausgeholt. Die muss ich jetzt aber in den Ofen schon geben. Köfte gibt es heute mit Kartoffeln. Und Reis mache ich noch dazu. Und den Joghurtgericht mal sehen. Ja, das wird jetzt mal gemacht. So, People, Essen ist jetzt fertig. Wie gesagt, es gibt Köfte mit Kartoffeln und Reis. In der Mitte habe ich Mante gemacht. Hier gibt es irgendwas mit Süßkartoffeln und Gemüse. Medina hat auch schon ihre Portion. Ich will's essen. Ich finde es so süß, wie sie nebeneinander sitzen. Ja, jetzt wird gegessen. So, Leute, die Kinder und Momo schlafen jetzt schon. Eigentlich bin ich auch voll müde. Aber, ey Leute, bitte schaut, wir haben über 1 Kilo Äpfel noch. Und ich muss das jetzt mal abwägen. Ich möchte Apfelkuchen machen. Eigentlich möchte ich keinen Apfelkuchen machen, um ehrlich zu sein. Aber wir haben so viele Äpfel und ich möchte sie nicht verschwenden, deswegen mache ich einen Apfelkuchen. Leute, ich habe es euch gestern ganz vergessen zu zeigen. Auf jeden Fall, das ist der fertige Apfelkuchen geworden. Ich habe ein ganzes Blech gehabt. Der duftet schon richtig geil nach Apfel.
Ich habe es auch schon probiert. Den halben Blech habe ich Momo in die Arbeit mitgegeben, weil das ist einfach viel zu viel. Aber falls ihr auch mal zu viele Äpfel oder so habt, ich finde das eine sehr, sehr gute Resteverwertung. Ich habe das Rezept online gefunden. Ich habe einfach nur Apfelstreuselkuchen habe ich eingegeben und das erste Rezept auf Google habe ich einfach genommen. Also kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Das mache ich jetzt wieder zu mit meiner sehr schicken Box. Ich beende das Video hier auch an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Wenn ihr das Rezept wollt, kann ich es euch auch nochmal verlinken. Und sonst bis zum nächsten Mal.